zwei ehemalige langjährige Weggefährten von Gerd Müller wollen gerne zu uns sprechen. Der Ehrenpräsident des FC Bayern, Uli Hoeneß. Mein lieber Gerd, ich stehe hier stellvertretend für alle, die das Glück und die Ehre hatten, mit dir Fußball zu spielen oder auch später unter dir trainieren zu können. Du warst nicht nur derjenige, der mit 365 Toren in der Bundesliga einen Rekord aufgestellt hat, der nie wieder überholt wird, sondern du warst auch einer derer, die mit Franz, mit Sepp, mit Bulle, dem FC Bayern, das Siegen beigebracht hat. Mit dir als Partner konnten wir Jungen, Karl-Heinz, Paul oder auch ich, jeden Ball, von dem wir nicht wussten, wo er hin soll, dir zuspielen. Du hast meistens was daraus gemacht. Und du warst immer ein Optimist. Spiele wie in Kaiserslautern, als wir 4-1 hinten lagen nach einer Stunde. Oder in Bochum, als wir 4-0 hinten lagen und 6-5 gewonnen haben. Kann man nur mit Leuten gewinnen wie dir, die immer an sich und an FC Bayern geglaubt haben. Aber nicht nur diese Tore, sondern auch beim ersten Champions League oder Europapokal der Landesmeister hast du zwei wichtige Tore geschossen oder das WM-Endspiel 1974 eigentlich allein entschieden. Durch dich und deine Freunde ist dieses Mir San Mir entstanden, das den FC Bayern bis heute auszeichnet und um das uns die ganze Welt bis heute beneidet. Als du dann deine Karriere beendet hast und nach einer kurzen Krankheit bei uns in den Trainerstab eingestiegen bist, hast du für den jungen Leute als Vorbild gedient und als Kümmerer. Immer wenn sie ein Problem hatten, konnten sie zu dir kommen. Du warst zusammen mit Hermann Gerland verantwortlich für den Aufbau einer sehr guten Nachwuchsarbeit beim FC Bayern. Und dann kam sie, die mörderische Krankheit. Wir alle waren immer wieder geschockt, wenn wir dich besucht haben in der Reha-Klinik und glücklich waren, wenn eine Sekunde du uns mal angeschaut hast und uns zugelächelt hast. Da waren wir selig. Diese Krankheit hat dich zerstört. Und es war, um ehrlich zu sein, am Ende für dich und für deine Familie ein Segen, dass der Tod eben doch gekommen ist. In diesem Zusammenhang möchte ich eines nicht vergessen, was Uschi Müller, deine Frau, jahrelang geleistet hat bei der Pflege ihres Gerd und unseres Gerd. Das war unglaublich, das habe ich so in der Form nie für möglich gehalten. Zum Schluss möchte ich dir, lieber Gerd, eines zurufen, zwei Dinge zurufen. Wir werden dich sehr vermissen und wir werden dich niemals vergessen. Dankeschön. Liebe Fans des FC Bayern, liebe Fans des deutschen Fußballs, liebe Freunde und Wegbegleiter von Gerd Müller, liebe Uschi Müller, wir alle trauern heute gemeinsam um Gerd Müller, einen der größten Fußballer beim FC Bayern und einer, der Geschichte geschrieben hat in der deutschen Nationalmannschaft. Wir sind in Gedanken bei seiner Frau Uschi, seiner Tochter Nicole und den Angehörigen. Es ist absolut außergewöhnlich, wer immer auch in diesen Tagen über Gerd Müller oder seine Tore spricht, er hat immer
ein Lächeln im Gesicht. Gerd Müller hat den Fußballfans auf der ganzen Welt viel Freude geschenkt. Und so wollen wir ihn in unseren Herzen behalten. Gerd Müller hatte diese einzigartige Gabe, Tore zu schießen. Er liebte es geradezu, Tore zu erzielen. Und dafür haben wir Fans ihn geliebt. Er hatte all das, was den Fußball ausmacht, auf und neben dem Spielfeld. Ich selber hatte das Glück, viele Erlebnisse und Termine mit Gerd Müller zu erleben. Immer war er für alle ansprechbar, er war zugänglich, er war zuverlässig und die Menschen liebten ihn für seine Ruhe, seine Bescheidenheit, seine Bodenständigkeit, für seine Art. Gerd Müller hat sich nie groß gemacht, obwohl er einer der allergrößten in der Fußballgeschichte war. Gerd Müller hinterlässt uns ein Vermächtnis, ein grandioses, ein unvergleichbares Vermächtnis. Der FC Bayern München hatte viele große Spieler in seiner langjährigen, ruhmreichen Geschichte. Und jeder Verein dieser Welt wäre froh gewesen und hätte sich glücklich geschätzt, diese Spieler in seinen Reihen zu haben. Wer Gerd Müller hätte, der war überglücklich und mehr als stolz. Gerd Müller in seinen Reihen zu haben, das war wertvoller als jede Titelsammlung. Er, Gerd Müller, ist der Mann, der uns mehr als nur seine vielen unglaublichen Tore geschenkt hat. Er, Gerd Müller, ist der Mann, der uns Fußballfans auf der ganzen Welt bis heute und für immer ein Lächeln schenkt. Lieber Gerd, Ruhe in Frieden. Der Präsident des FC Bayern München, Herbert Hainer, danke, Herbert, für diese Worte.